Ich wünsche allen eine schöne Mittagspause, die heute um 12 Uhr wieder dabei sind bei gewerteten Gefecht Nummer 12 in World of Warships. Wieder kämpfen wir um den Aufstieg von Rang 20. Zum Glück ist das Teil unumstößlich, das gibt es doch gar nicht. Wenn ihr die letzten Folgen schon gesehen habt, habt ihr mir sicher fleißig geschrieben, ob es meine Fehler sind oder auch nicht. Und wenn nicht, tut es jetzt gefälligst. Ich will alles wissen. Was haben wir neuer Morgen? Schönes Team. New Mexico gegen Kongo, New York gegen Kongo, Cleveland gegen Cleveland, Nürnberg gegen Nürnberg. Und wir haben 3 Zerstörer gegen 2 Zerstörer. Das wären doch mal keine schlechten Aussichten. Aber man soll den Tag nicht vor dem neuen Morgen loben. Okay. Ei, ei, El Capitan. Brutal Bob in seiner Cleveland gibt die Kommandos. Mir alles recht. Hier ist noch kein Feuer drauf. Warte mal, eine New Mexico mit 48.000. Ist das Stock? Die New York ist voll gerüstet. So, was? Nein, ich kann nicht Enter drücken. So, wir düsen nach A. Mal schauen. Mal sehen, wie sich das Gefecht entwickelt. Die Gruppendynamik ist mal ansprechend, finde ich. Wir haben eine bestehende Kommunikation, was schon mal besser ist als gar keine Kommunikation. Solange einer sagt, wo es lang geht und alle anderen folgen, ist das vollkommen in Ordnung für mich. Das viel angeprangerte No-Team-Play habe ich bis jetzt nicht mitbekommen. Also, natürlich ist Teamplay was anderes als untereinander zu kommunizieren, das ist natürlich klar. Aber es gibt schon mal kein Teamplay ohne Kommunikation. Von daher bin ich immer positiv überrascht, wenn jemand etwas schreibt. Denn wie gesagt, ich habe leider keine Möglichkeit mehr dazu, etwas Schönes zu schreiben. So, jetzt ist die Oma hier. Ich schieße, wenn ich kann. Aber leider, jetzt lassen wir auf AP um. Ich kann sowieso noch nicht schießen. Wenn wir die Möglichkeit haben, die Oma rauszunehmen, dann machen wir das auch. So, jetzt aber. So, 14. Jetzt bin ich entdeckt. Die treffen jetzt. Einmal einschießen. Was, die haben nicht getroffen? Oh, Leck! Was geht jetzt ab? Was war denn das jetzt? Hatte keinen Ping-Sprung. Oh, shit. So. Zack, ich hinter die Insel. Na gut, hier bin ich gut geschützt dann. Vielen Dank. Ah. Full Stop und Rückwärtsgang einlegen. Geht nicht her, kann ich ja noch was erreichen? Ah, nur mit dem vorderen Geschütz. Einmal rückwärts, bitteschön. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ich hab echt noch die Kongo getroffen. Sehr schön. Nachricht erhalten. Ich kümmere mich. Sollte hier nicht getroffen werden. Natürlich der Rest schon. So. Und jetzt gebe ich mit Vollgas aber zurück dann. Ich will keine Breitseite zeigen hier. Vor allem, wenn hier alle rumstehen.
So, wo ist sie? Ich schlängel mich durch, das ist gut. Ja. Es war eine Todesfalle, aus der wir uns gut herausmanövriert haben. Wäre ich weitergefahren, wäre ich tot gewesen. Unsere Zerstörerin. Wir müssen ein bisschen nach vorne. Okay, wir haben das eigentlich ziemlich gut überstanden, muss man sagen. So, das war's hier. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Was machen wir? Ja, ich muss natürlich bei den... Das ist klar, bei den angreifenden Schlachtschiffen bleiben. Natürlich, Feuerunterstützung ist wichtig. Hier kann ich nichts ausrichten. Alles zu weit entfernt. Und je länger ich jetzt brauche, desto schlechter ist es. Das war ein schlechter Move für mich. Für mich, von mir. Cleveland sollte nicht alleine gehen. Die New York hat einen Zitadellentreffer kassiert. Ich muss mich in Schussposition bringen. Ich waste einmal ein paar Torpedos. Anders kann man es nicht erklären. Und hier ist... Okay, dann assiste ich mal den Brutal Bob. Wobei das ziemlich schlecht ist, wie ich finde. Denn wir haben hier definitiv einen... Shit, ein Zerstörerin. So, AP ist geladen. Hier kommt gleich die Omaha an. So. Jetzt ist es zu spät, mein Freund. Oha, jetzt wirst du hart drangenommen. Und das war's für dich. Mehr verschwende ich nichts. Was? Echt jetzt? Ich habe einen Hit gemacht und habe ihn nicht getroffen. What the fuck? Endlich. Jetzt wird's bitterer. Jetzt heißt es abdrehen für mich, denn jetzt zurück zu unseren Schlachtschiffen, verdammt. Wir sind minimal vorne. Das ist nie gut. Entdeckt, aber noch nicht beschossen. Komm schnell hinter die Insel. Bevor die Kongo und nach uns schießt. Ah, die Nürnberg. Ich hab sogar getroffen. So. Bin gespannt, was dieser Torpedos auf Backbord. Brutal Bob vorhat. Ah, da war etwas. Die Phoenix, die Omaha hat zwei Torpedowerfer, wenn sie nicht auf Höchststufe ausgebaut ist. Ich fasse lieber mit zwei Torpedowerfern als mit. Was war da? Schnellere Turmdrehgeschwindigkeit? Keine Ahnung, irgendein Scheiß. Die letzte Ausbaustufe des Rumpfes. Das ist dann persönliche Präferenz, denke ich. So, jetzt ist natürlich die Frage: Die Kongo kommt. Die Kongo kommt. Kann die Kongo kommen und sie beschießen? Weil versuchen wir es. Wenn es funktioniert, dann hier. Oh, geht drüber.
Ja, jetzt sind wir natürlich in Verzug. Wie machen wir das jetzt? Ich würde ja die Kongo angreifen, wenn wir uns schon jetzt so weit entfernt haben. Da kommt sie. Aber da müssen wir auf Kuschelkurs gehen. Schuss eindrehen. Wenn die alleine ist, dann verreckt sie. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Sie hat nur mit den zwei vorderen geschossen. Noch eine Kongo. Ah, da habe ich auch keine Angst vor. So, setzt. Sie darf nur nicht jetzt schießen, wollte ich gerade sagen. Da hatten wir mehr Glück als Verstand, das auf jeden Fall. Aber wir wehren sie ab. Die kommen da nicht rein. Ich darf nur nicht von der anderen Kongo auch beschossen werden, das wäre mein Todesurteil. Aber die frisst jetzt richtig ab die Munition. Ja, Schuss ist klar. Autsch. Autsch! Dass die noch in diesem kleinen Bogen herumschießen kann, verdammt. Schlecht gespielt von mir. Aber wir fahren drumherum. Nein, fahren wir nicht. Ja, fahren wir. Aber um diese Insel weit außer Reichweite der anderen. Eine Kongo ist so gut wie die andere. Komm schon, wir müssen diesen Fight gegen Kongos hier gewinnen. Dann gewinnen wir auch die Schlacht. Warum treffe ich nicht? So. Genau das. Ich brauche immer ein paar tausend Treffer dahinter. Komm schon, so ist gut. 2.000-3.000. Ja. Kongo kann man locker mit AP beschießen mit 152mm Granaten. Das ist kein Ding. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Come on. Da müssen die jetzt zerlegen. Wenn das trifft, sind wir am Arsch. Das war's dann von uns. Ja, super. 180, jetzt gehen wir drauf. Jetzt dreht sie auf mich an. Wir sind beide drauf gegangen. Das war bitter. Ja, das war schlecht. Ich habe nur eins zerstört, 156. Wie viel Schaden habe ich denn gemacht? 45.000 mit AP-Granaten. Das ist genau ein schönes Mittel und wieder ein Verlust. Vielen Dank fürs Zusehen. Sehr langsam wird's öde. Wir sehen uns.